Und wir haben es tatsächlich geschafft. Wie erhofft, die ersten Preisträger sind da. Und das hat eine schöne Tradition. Wir beginnen ja eigentlich immer mit dem Kurzfilm. Wunderbares Kurzfilmprogramm, auch in diesem Jahr wieder. Und hier sind sie, die Gewinner dieses Jahres, dieses sehr starken Jahrganges. Wir beginnen erstmal, das ist ein ganz wichtiger Preis, der ist nämlich vor allem auch eine Förderung, das ist 20.000 Euro nebenbei bemerkt, also der Audio Short Film Award. Bitte begrüßen Sie den Schöpfer von, I think it's a German title, Ankern verboten. Das ist Chiang Wei Liang. Congratulations. Thank you. Yeah, that's right, thank you so much. Wir haben den Silbernen Bären für den Film A Man Returned. You were here before, I remember. Our world. This 4 years ago. It was 4 years ago. So, congratulations for the Silver Bear for Marty Fleifel. It's A Man Returned. Good to have you here. Congratulations. Thank you. Thanks, Berlin. I love you. I think the bear's on the other side. isn't it here? Yes, der ist der Bär. Das sind ja Plaketten, also sind keine Vollfiguren, es ist ein Relief auf der anderen Seite. Da hat man also wirklich einen richtig schönen Bär. Und wir gratulieren natürlich ganz, ganz herzlich. Der Preis geht nach Portugal. In diesem Jahr ein ganz besonderer Film von Leonor Teles. Und der Film heißt so etwa Balada de un Batracio? Balada de un Batracio. Exactly. Congratulations. Show us your bear, please. Please show it. Thank you so much. Danke. Das ist also der goldene Bär für einen wunderbaren Kurzfilm. Und wenn ich kurz fragen darf, this is very complicated, by the way, Ankern verboten, the audio short film, because the people there, this very nice couple, they are from Vietnamese. Yes, is that right? Yes, yes. You are? I'm from Singapore, but I'm based in Taipei right now, Taipei, Taiwan right now. So the story is also in Taiwan? Yes, it's set in Taiwan, but basically it could be set anywhere because these are a common set of situations that migrant workers they face everywhere in their host countries. Yes. Also der Film ist ganz international. Er selber also kommt aus Singapur, lebt aber in Taiwan. Da hat er auch diesen Film gemacht, eben über ein junges Paar. Und die sind wiederum aus Vietnam. Und das sind so eine Art Leiharbeiter, die also da versuchen, irgendwie doch zu arbeiten und zu leben. And it's really touching to see these both very nice people that have kids. And so it's really such a difficult situation for people like that in such a rich country. The rich town. What happens is because migrant workers, they are, you know, the need for cheap labor is everywhere, not just in Asia, but in Europe, in the Americas. Basically, in Taiwan, legislation has changed. It used to be that pregnant workers have to be deported back home. You can't stay. You can't stay in Taipei or you can't stay in Taiwan. But legislation has changed in a sense. Pregnancy, if you're pregnant, you can still stay in the country. But the thing is, are there any supporting measures to help them protect their existing rights, any social benefits to help them out with their situation? So I think one law has changed, but more can be done to ensure their rights. And this, I think, is a situation that Europe faces right now as well. So I think, in a way, it's kind of universal. Absolutely. Absolutely. That's why you have the prize, I think. Also er hat beschrieben, also die Situation dieser Arbeiter dort, dieses Ehepaars, ist wirklich sehr, sehr schwierig. Sie ist auch schwanger und früher war es tatsächlich sogar so, dass man dann im Schwangere Gastarbeiter rausgejagt hat. Also sie wurden deportiert. Das hat sich inzwischen verändert. Also die Gesetzeslage ist anders, aber nach wie vor gibt es eben keine richtige Sozialfürsorge, keine Sorge um diese Menschen. Deshalb sagt er, ist dieser Film universell. Die Situation ist ähnlich in vielen Ländern und deshalb ist es nicht nur ein Film über die Leute dort, sondern eben ein Film, der ganz wichtig ist für alle. Thank you so much and congratulations again. So, Mardi. A Man Returned. This is a documentary about a guy who is really very charismatic. We love to see him, and he is really able to present his own feelings and his soul. But he has also a very difficult story. So why was he really so open to tell that story in front of a camera? You know, those things, it's hard to explain, but I believe it was an urgency, there was a necessity. And also, because we're friends and we go back, way back, he felt that, you know, he could trust me with this, and he really wanted to tell his story. So, I don't know, those things you just don't talk about; they happen organically.
Also ich habe gefragt, die Geschichte ist wirklich sehr intim. Wir erfahren sehr viel über diesen jungen Mann, wie er überhaupt dann bereit war, seine Geschichte zu erzählen. Und Mali sagte, man kann es gar nicht so genau beschreiben. Man kennt sich, man vertraut sich, man lernt sich kennen und irgendwann erzählt man dann so eine Geschichte. Also man kann das nicht unbedingt benennen. Und er ist, hat sich prostituiert. Er ist aus dem palästinensischen Flüchtlingslager, ist nach Athen. I just tried to explain the story very shortly. Er ist dann also nach Athen gegangen, hat da lange auf der Straße gelebt, kehrt zurück, nimmt Drogen, ist a drug addict and he tends to a certain kind of violence that we can see, but on the other hand, he's so tender and he wants to marry and to have a happy life. And I think it was also the goal of your movie to show that this is a really, really very normal guy with all the desires that we understand. Yeah, I mean, I wanted to show that, like, that there's hope in hopeless circumstances. This guy is, I mean, he's living life against all odds. He's returned from Athens from a failed trip to Europe, didn't work out. He's picked up heroin in Athens and, you know, he's back in the refugee camp and what is there to do? And it seems that marrying his childhood sweetheart is the only hope. And yeah, that's what I tried to show. Das ist wirklich seine einzige Hoffnung, diese Hochzeit, die wir auch sehen im Film, nicht? Weil er eben alles durchgemacht hat, heroinabhängig ist, weil er eigentlich versucht hat, in Europa sein Glück zu finden, was nicht funktioniert hat. Und das können wir alles in diesem Film sehen. So, last question is about you, because you probably understand this fate very well, because you are a refugee too, but maybe in a better situation, of course. Well, I mean, when I came here, I was 9 years old. Europe was completely different. And like I was saying before, you know, I feel privileged. I still feel like a refugee, but I'm a privileged refugee. I can call myself European. You know, it's really a different story today if you arrive here. It's you've just got odds stacked against you. We're busy building walls and putting, how do you call it, like a border military up and all that. So it's a different world today. And yeah, I don't know. I don't know what to say to that, really. I just... reflect on my own story and what it's like now. It's probably very important to have that basic to do a movie like that or to make it. Also der Silberne Bär erzählt ihm von diesem Mann, aber er selbst als Regisseur ist ihm auch Flüchtling. Er ist mit 9 Jahren hierher gekommen und sagt, aber eigentlich lebt er doch in einer sehr privilegierten Situation. Er kann sich als Europäer bezeichnen. Und das war damals auch anders in Europa. Heute werden Mauern gebaut, werden Zäune gebaut. Also heute ist es sehr, sehr viel komplizierter. Und er denkt natürlich jetzt auch sehr viel darüber nach, nicht wie die Stellung ist von Flüchtlingen heute und wie sie damals auch für ihn waren. Thank you very much. And again, congratulations for the Silver Bear. Thank you. Und damit sind wir bei Leonore und reden über den Goldenen Bär für diesen ganz außergewöhnlichen Film. It's a beautiful but very unusual movie. I mean, you have really a mixture of everything. It's also like a documentary. We have funny fairy tale elements in it, crazy surrealistic scenes, which I really loved when they destroy all these frogs. It's fantastic. So can you explain a little bit the structure? Also der Film ist relativ kurz übrigens, auch wirklich fast nur, ich glaube, 10 Minuten und hat eine ganz irre Struktur. Also es gibt Märchenelemente, Dokumentarfilmelemente, da geht es um eine Roma-Familie. Das ist eine Roma-Family. Und wir haben dann eben aber auch so Leute, die immer durch die Stadt ziehen und so hässliche Froschskulpturen zerstören. Und zwar mit großer Lust. Das ist schon auch rätselhaft. Yes, about the structure, we tried to make a funny film or something that people enjoy to watch it. And we became to construct a film that was really... like a tale in a way, and we try to use these different kind of elements, like such as found footage, archive footage, in the beginning and in the end again, and we try as well to make a documentary, but it's not a very typical documentary because we interview in the film, so but the. The main thing was really to make a film that has rhythm, has music, has it was really enjoyed to watch it. Absolutely, and to make it, I think. Also wir sehen, hat offenbar Spaß gemacht, den zu machen. Also wir sehen in diesem Film, sagt sie, tatsächlich so eine Mischung. Also es gibt so ja, Archivmaterial, teilweise sehr altes, gerade am Anfang, dann eben ihr Spielmaterial. Und sie hat gesagt, sie haben versucht, das alles so miteinander zu verbinden, dass eben ein großer Spaß entsteht, wenn man sieht. Übrigens auch eine große Irritation. And I really like these scenes with the Roma family, because I think what you are doing is really important, like in your movie, to make people like this visible, to see very normal people that celebrate, they're happy, they're a great family. I think it's a very important element. Maybe there is a connection between the frogs. It's difficult to understand, but these people are now visible for us.
Yeah, I guess maybe the connection with the frogs are a bit difficult, but another thing of the film, because I think in the beginning it is a really a bit mysterious, and we tried to make in the end to okay, it's because of this, but the connections with the frog is because in Portugal. The gypsies are very superstitious, and the frog means the demon and bad things to the family. So we came with that tale about the frog and what happens with the frog that you should see to understand that. We try to make this thing. We start with the mystery, and then as the film is going to rolling, we start to understand some things, because I think at the middle of the film you are a little bit okay, what is this? And then in the end, okay, you can understand that. So many development in such a short movie, I have to say that. Also sie sagt nochmal, es gibt eine Verbindung schon zwischen den Roma-Leuten und diesen Fröschen, die da mal vorkommen, auf sehr witzige Weise, weil das ist ein Aberglaube eben in Portugal bei den Roma, dass die ihm sagen, Frösche sind was Dämonisches, die bringen Unglück. Und deshalb werden die auch zerstört eben in diesen sehr witzigen Szenen. Und sie sagt, das war also einfach mal ein Versuch, auf andere Weise eben auch von den Roma zu erzählen und das zu verbinden, eben mit diesem Märchen. Es ist ein Märchenstoff, es ist auch ein märchenhafter Film, der aber gleichzeitig eben assoziiert eine ganz realistische Situation eben von den Roma, die dort leben. So haben wir also hier eine sehr poetische Vision, finde ich, einer realistischen Lebenslage, die hier beschrieben wird. Drei großartige Filme, drei großartige junge Filmemacher, die diese Filme gemacht haben und hier mit dem höchsten Preis bedacht wurden, der überhaupt möglich ist für kurze Filme. Wir gratulieren nochmal ganz herzlich. Congratulations again. Das ist also der Audi Short Film Award für Chiang Wei Liang, der Silberne Bär für Madi Fleifel und der Goldene Bär für Leonor Telles. Again, congratulations. Thank you so much.